So, spuck geradeaus. Genau. Und jetzt müsstest du tot sein, oder? Nee, immer noch nicht. Hey, mach sowas nicht. Das ist unfair. Und jetzt spuckt er wieder unten. So, jetzt ist er tot. Aber er hat uns noch runtergeschubst dabei. So, tot dem Riesendrachen. Der hat wieder einen Drachenstein für uns. Genau. Und das Blutschild. So, und wenn wir hier weitergehen, gibt es nichts zu sehen, weil der da im Weg ist. Genau. Jetzt steht er. Jetzt könnten wir theoretisch unter ihm durch und abkürzen. Aber nö. Das ist ein Glitch, den will ich gar nicht benutzen. Ich wollte ihn nur mal ausprobieren. Ich habe nämlich schon ein paar Mal darüber gelesen. Nee, nee. Dich lassen wir schön da stehen, wo du bist. Ach ja, prägt euch das Ding da gut ein. Das ist das Hinterteil von dem untoten Drachen. Und das wird uns noch einmal begegnen. Aber wo, verrate ich erstmal nicht. So, ich gehe jetzt erstmal hier noch hoch. Weil hier haben wir uns auch noch nicht fertig umgesehen. Genau, hier kommt ein Rabenviech. So, den wir einfach mal eine verpassen. Einfach mal so durch die Wand. Ja, mach deinen Spruch. Yeah, Glitches. So, genau, den blöden Angriff können wir unterbrechen. Der ist nämlich äußerst heftig. So. Weg mit dem ersten. Da kommt schon der zweite. Es sind nämlich drei Stück von der Sorte. Genau. Ja. Wenn sie ihre Brüllattacke machen, genau, müssen wir schnell zuschlagen. Ja, um sie zu unterbrechen. Das war jetzt schon fast etwas zu knapp. So. 1000 Seelen und die geben sogar, glaube ich, Menschlichkeit, wenn ich mich richtig erinnere. So, und der letzte. Und da drüben liegt sogar noch was für uns. So. So. Genau, hau daneben und wir hauen dich. Und fall runter. Ja, hängt da irgendwo fest. Lassen wir mal da hängen. So. Hoch, 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 hoch. Das hier sieht ganz ungemütlich aus. Und von hier aus können wir sogar noch einen sehen. Der ist allerdings nicht aggressiv. Also der will von uns gar nichts. Der bemerkt uns nicht mal wirklich. Der gehört nämlich zu den beiden, die uns da drüben angegriffen haben, als wir den Zauber oder das Wunder, was auch immer das nochmal war, was da rumlag, ich hab's schon wieder vergessen, eingesackt haben. So. Ein kurzer Abstricher hier runter. Denn hier liegt noch ein Gegenstand, eine Seele. Sehr schön. Und noch eins runter. Das da drüben erreichen wir von hier aus nicht. Das weiß ich schon, weil ich das schon öfter mal probiert habe, weil ich immer wieder darauf vergessen habe, dass wir das dann nicht erreichen. So. An der Stelle haben wir auch mal alles gemacht. Oh, übrigens, ich zeige euch mal kurz die Sachen, die wir eingesammelt haben. Also erstmal den roten Symbolspeckstein. Das Pendant zum weißen. Der Weiße hinterlässt ein Rufsymbol, der Rote ein Invasionssymbol. Lässt dich als Finstergeist in eine andere Welt rufen, besiege den Ruf und erhalte Menschlichkeit.
Einige Geister der Finsternis widersetzen sich dem Abstieg in die Finsternis. An sie richtet sich das rote der rote Symbolspeckstein. Also das ist PvP ohne Sünde im Gegensatz zum geborstenen roten Augapfel, den wir hier auch haben müssten. Nein, haben wir verkauft. Gut. Und wir haben schon 5 Sonnenlichtmedaillen. Sehr schön. Davon brauchen wir auch noch mal 5 Stück. So, jetzt aber erstmal wieder zurück in den Innenhof. Und mit den 70.000 Seelen dann mal etwas hausieren gehen. Sozusagen. Wir könnten theoretisch noch hier in diesen Flügel schauen. Hier ist allerdings eine verschlossene Tür. Genau, verschlossen. Und ja, das hier sieht aus wie so eine Predigerkanzel. Also schon ein bisschen religiöser, das Ganze hier. Und das ist es sogar, wenn man genau drauf achtet. So, ich hingegen werde jetzt erst einmal Level Up machen. So. Stärke habe ich 25. Ich möchte auf jeden Fall meinen Willen auf 20 kriegen. Und dann noch Beweglichkeit und Vitalität auf 25. Also werde ich nachher hier ein bisschen grinden müssen, um genügend Seelen dafür hinten zu bekommen. Aber erstmal weg mit den Jungs. Und wieder weg mit der Phalanx. So, bekommen wir ja ein paar Seelen. Schon mal zusammen. Jedenfalls wenigstens für den letzten Punkt in Wille, den ich gerne hätte. So. Wow. Einfach einmal wild durchbolzen. Mit der Grabstein in Deckung gehen und einen trinken. Ja, ist echt gut, dass wir die Flakons hier auf 20 hochgesetzt haben. So. Ich könnte sie sogar, glaube ich, mit ihrem Namen schweren Angriff gleich sie one-hitten. So, was vorteilhaft ist. Also gehen sie schneller kaputt. So, ein Ledergroßschild. Und eine Heilung einwerfen, bitte. Ja, man sieht schon, ich habe schon fast wieder die Seelen für ein Level-Up zusammen. Gut, jetzt geht es nach unten in die Tiefe. Also den Weg hier, den ich euch vorhin gezeigt habe, den ich aber noch nicht gehen wollte. Das ist nämlich das fieseste Gebiet hier. Nämlich wegen den Jungs da hinten. Höllenräder. Mal wieder für uns. Ihr müsst es 6 Stück an der Zahl geben. So. Einer ist weg. Ich weiß, dass da hinten einer ist. Genau. Der kommt gerade angerollt. Und überlebt das sogar noch. Blödes Höllenrad. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht 2 auf einmal aggroen. So, Nummer 3. Soweit ich weiß, sind es 6 Stück. Also haben wir schon mal die Hälfte. Genau, da sehe ich da drüben noch eins. Das, was ich gerade angelockt habe. Ja, sie rollen alle in den Eingangsbereich hinein. Sehr nett von euch. Gut, das war Nummer 4. Da ist Nummer 5.
Ja, genau, da kommt Nummer 5. So. Weg mit dir. Und dann ist noch einer hier unten. Genau, der da. Komm her, du. Nicht einfach so ab. Die Kerle sind nervig. Habe ich das schon mal gesagt. So. Und sie zerbröseln wie normale Skelette. Gut, die drei sind wir los. Hier ist eine Ritterseele und hier ist eine Kurbel, die wir betätigen werden. Denn dadurch drehen wir die Statue hier oben, um die sich die Phalanx geschart hat. Mutter mit Kind und sieht ziemlich creepy aus. Aber öffnet uns den Weg weiter. Sehr schön. Gut, aber bevor wir da weitergehen, gibt es hier noch was. Nämlich eine Secret Area. Oder Pseudo-Secret Area. Auf jeden Fall vorsichtig sein, denn hier sind noch mehr Höllenräder. Die einfach mal so weitere Secrets öffnen. Au. Alles Absicht? Nein. Das war definitiv keine Absicht. So, jetzt müssen wir das ganze Spielchen nochmal machen, nämlich. So, erstmal weg mit dir. Au. So. Bastarde. Einmal heilen und die Heilung geht voll, netterweise. So, ich will euch hier bitte loswerden erstmal wieder. So, wie immer. Wow. Genau, gleich mal 4 auf einen Streich. Nochmal 2. Und nochmal 2. Das war nur einer, trotzdem. Weg. Weg und weg. Genau, 7000 Seelen für uns. Und jetzt wieder hier hoch und da runter. Ach ja, und ich sollte meinen Ring wieder auf Hartstahl umstellen. Fällt mir gerade mal so ein. Oh. So, runterrutschen. Den ersten anlocken. Aua. Ja, kurz Aua sagen. Weil der uns ein kleines bisschen angeknatzt hat. Den da loswerden. Ey. Stirb. So. Vorsichtig sein. Au, das ist nicht gut. Nein, das war gar nicht gut. Jetzt sind 2000 noch was Seelen und eine Menschlichkeit weg. So, weg mit dir. Und weg mit euch. Jetzt will ich Rache. Furchtbare Rache. Ja, das war nicht gut. Nicht gleich nochmal sterben.
So, weg mit euch. Weg mit euch. So. So. Und ihr beiden noch. Und irgendwo ist wieder mal einer einfach verschwunden. Das passiert manchmal irgendwie bei denen hier. So, heilen und jetzt müssen wir wieder runter, unsere Seelen einsacken.